Ja, und vielleicht kann ja auch Linda Hesse gleich einen kleinen Gruß beisteuern und ein Geburtstagslied anstimmen. Warum nicht? Denn wir sind bei ihr zu Gast im Tonstudio. Gäste zum Café ist heute mal andersrum. Nicht wir laden ein, sondern wir werden eingeladen. Und bevor sich Peter Imhof live aus dem Studio meldet, lassen wir uns schon mal einstimmen und staunen, was Linda Hesse alles schon geschafft hat. Immer kam was dazwischen, doch heute hab ich es wahr gemacht. Wenn Träume wahr werden, davon kann Linda Hesse nun wirklich ein Lied singen. Die Halberstädterin macht keine halben Sachen und sie hat auch dem guten alten Schlager Beine gemacht. Ihm was Hübsches übergeworfen, gebürstet, geföhnt, gestrafft, jetzt strahlt er wie Pop, nur von anderen Eltern. Ein musikalischer Balanceakt, den man sich erstmal trauen muss. So sah Linda Hesse aus, als die Träume für Außenstehende noch nur ein Flips waren. Gitarre, Mikro, eine Ein-Mädchen-Rockband. Aus der nach der Schule und ersten Casting-Erfahrungen eine echte Girly-Band wurde. Bisschen Musik hier, bisschen Fernsehen da. Zum künstlerischen Urknall im hessischen Schlageruniversum kommt es, als sie mit ihrem Manager und Produzenten zusammentrifft. Eingängige Texte, poppige Arrangements und tief im Inneren ein Schlagerherz, das den Takt vorgibt. Mit Sonne und Regen und der ganzen Palette an Gefühlen. Kaum zu glauben, ist das alles echt? Da gibt es wohl manchen, der Linda Hesse gern kneifen würde. Ist aber nicht nötig, kein Traum. Fans, Autogramme, Konzerte, Touren, Fernsehauftritte, eine goldene Henne, inzwischen 4 Alben. Was für ein Erfolg. Und dabei steht sie im Grunde noch am Anfang ihrer Karriere. Meine Träume sind bunt, sind nicht mehr schwarz-weiß. Bunt und laut und vor allem in Erfüllung gegangen. Das hätte sich das kleine Mädchen aus Halberstadt wohl mal nicht träumen lassen. Mama, mach mal laut. Bunt und laut. Ich denke, Linda Hesse hat noch mehr Träume und von denen erfahren wir jetzt sicher etwas. Denn wir schalten live nach Berlin zu ihr und meinem lieben Kollegen Peter Imhof. Na, dann legt mal los, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung, Linda. Wir sind hier im Uferturmstudio. Genau. Sagen, ja? Und hier steht im Prinzip alles, was dich zu dieser erfolgreichen Schlagersängerin gemacht hat, oder? Absolut. Hier hat alles angefangen für mich. Seit 2009 gehe ich hier eigentlich fast täglich ein und aus. Und hier sind alle meine Alben bisher entstanden. Hier bin ich eigentlich auch schon fast zu Hause. Jetzt steht gerade alles still wegen Corona oder wird trotzdem gearbeitet? Ja, momentan ist es sehr leise hier. Außer ich übe mal mein schlechtes Gitarrenspiel, dann wird es laut. Aber also es heißt ja nicht, nur weil das Leben jetzt gerade gefühlt ein bisschen stillsteht, dass die Musik auch aufhören muss zu spielen. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, sondern nutze die Zeit jetzt ein bisschen kreativ zu sein, okay, und das geplante Album einfach weiterzumachen. Und wir werden natürlich Linda nachher auch noch live singen hören. Wir wollen sprechen, ja, was ist mit dem neuen Album, was ist mit der geplanten Tournee, wie geht's jetzt weiter? Ich freue mich sehr auf eine schöne halbe Stunde hier aus Berlin, aus den Studios von Linda Hesse. Ja, danke schön, Anja. Also, wir sind hier im Uferturm. Ne? Genau. Das ist hier dein Studio, also das ist im Prinzip deine zweite Heimat hier, oder? Absolut. Und Uferturm, weil dieser Turm direkt am Ufer der Spree steht, hier in Berlin. Und ich nenne ihn auch gerne mal Rapunzelturm, weil wir können uns hier wirklich einschließen, tagelang Musik machen. Und wenn wir vielleicht doch mal was zu essen bräuchten, dann könnten wir auch so ein Körbchen hier runterlassen. Und meine Haare vielleicht auch bald. Ne? Ja, genau. Mittlerweile kann man den Friseur ja nicht besuchen. Stimmt, siehst du. Hast du ein Problem? Aber das geht ja gerade vielen so. Man kann sich die Haare nicht schneiden lassen. Ich denke bei Frauen, die ja sowieso immer mit ihren Haaren immer so verrückt sind. Ich wollte ja eh wachsen lassen. Ach, okay. Aber ich hatte vor einem halben Jahr ganz spontan die Entscheidung getroffen, bei einem meiner letzten Fernsehauftritte mir wirklich einen Pony zu schneiden. Und jetzt stand ich gerade vor der Entscheidung, lasse ich ihn rauswachsen oder lasse ich ihn nachschneiden. Ich habe eine Entscheidungshilfe und von daher muss ich jetzt die Fransen im Gesicht hier ertragen. Weil gucken kann ich jetzt schon nicht mehr, aber ich...
leg sie jetzt zur Seite. Es ist ja tatsächlich auch wie so ein Turm, also wie man sich den vorstellt, liebe Zuschauer, alles recht klein. Es ist ja gar nicht so einfach, diese vorgeschriebenen 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand zu halten, aber wir haben es gerade so irgendwie geschafft. Normalerweise geht das ganz gut, weil eigentlich ist hier die Aufnahmeregie, also hier sitzt der André, guckt nach da, nimmt mich quasi auf, weil ich stehe dort drüben knapp so, das können Sie jetzt leider nicht sehen, 3 Meter entfernt in der nächsten, hinter 2 Glastüren und singe dort. Das heißt, wir kommen uns auf jeden Fall, wenn ich aufnehme oder wenn wir Musik aufnehmen, nicht zu nah. Heute mit dir war das schon eine Schwierigkeit, hier ein Plätzchen zu finden, wo wir auf jeden Fall ein bisschen auseinandersitzen. Ne? Wir sind ja auch deshalb hier, weil man natürlich in diesen Zeiten irgendwie vielleicht als Künstler nicht mehr ganz so gerne reist oder in so große Fernsehstudios geht. Da soll ja sowieso eigentlich nur noch ein minimaler Betrieb stattfinden. Ja. Wir sind auch hier nur mit einer ganz, ganz kleinen Truppe am Start. Und auch nur, weil ich dich schon so lange kenne. Wir sind gut befreundet, wir sind ja harzer Kinder beide. Ja, ne? Genau. Und aber natürlich hat sich nicht nur für uns, sondern auch für dich das Arbeiten jetzt in der Corona-Krise verändert. Wie geht's dir denn überhaupt jetzt in dem Moment? Ich muss dir ehrlich sagen, mir geht's gut, weil ich heute auch endlich mal wieder jemanden in echt sehe. Ich habe wirklich seit morgen sind es 3 Wochen. Seitdem habe ich mich wirklich komplett zurückgezogen, mich wirklich isoliert, war nicht mehr zu Hause, war nicht mehr in Halberstadt, telefoniere aber sehr viel, bin super viel online, wie wir alle gerade, glaube ich. Also Social Media macht es möglich, dass ich mit meinen Fans auch gerade ganz anders in Kontakt bin. Viel enger, weil ich natürlich viel mehr Zeit habe, das zu lesen. Ich gebe kleine Online-Livestreams auf Instagram. Das macht ganz viel Spaß. Und natürlich habe ich mich am Anfang von diesen ganzen Nachrichten auch so ein bisschen runtergezogen gefühlt, weil eigentlich wollte ich gerne diese Zeit jetzt nutzen, um weiter Lieder zu schreiben, um einfach kreativ zu sein. Aber diese ganzen Nachrichten, die in dieser Welt gerade auf mich eingeprasselt sind, die haben mich für eine kurze Zeit im Kopf davon sehr abgelenkt. Dann habe ich mich aber daran gewöhnt, dass ich einfach die Jogginghose jetzt trage und nicht mehr an Karl Lagerfeld denke, der sagt, wer Jogginghosen trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wenn man jetzt gerade so in einer Welt lebt, wo man denkt, okay, irgendwie haben wir vielleicht alle ein bisschen Kontrolle über diese ganze Welt gerade verloren, dann trage ich gerne meine Jogginghose. Nur heute habe ich mich für dich mal wieder in Schale geschmissen. Dankeschön, hast du schön gemacht. Ja, die Branche liegt ja, glaube ich, so ein bisschen brach gerade. Ne? Hast du Kontakt zu Kollegen? Was sagen die? Wie geht's denen? Also wir sind eigentlich alle super viel in Kontakt. Ich habe mit den jungen, wilden Schlagersängerinnen und Sängern haben wir letzte Woche auch einen Livestream auf Instagram gemacht. Das war wirklich so, dass man von Profil zu Profil gesprungen ist. Jeder hatte 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Das werden wir auch wiederholen. Und jeder hat da so ein kleines Online-Konzert gemacht, wie das auch die Pop-Sänger gerade gemacht haben. Das ist total schön. Und irgendwie versucht man halt immer das Beste draus zu machen. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon lang genug. Du weißt, dass ich jemand bin. Ich schaue immer mit einem Lächeln nach vorn. Auch wenn es mich mal vielleicht für ein paar Minuten runterzieht, bin ich doch dabei, einfach positiv nach vorn zu schauen und diese Welt einfach mit neuen und anderen Augen zu sehen und auch zu hoffen, dass man sich selber wieder näher kommt. Einmal ich mir selber, weil ich mir viel mehr Zeit für mich nehme, aber auch meinen engsten Freunden und Verwandten, weil man so viel Zeit jetzt investiert, zu telefonieren, zu FaceTime, zu Skypen, einfach zu fragen, geht's dir gut, ist alles in Ordnung, wie oft ich jetzt mit meiner Oma telefoniere oder mit meinen Eltern auch mal so über Skype, und das ist dann immer sehr lustig, wenn man das sonst nicht so oft gemacht hat, dann siehst du immer nur so ein Hallo, hallo hier, bei mir ist alles super, wie ist bei dir? Und dann, Mama, nimm bitte das Telefon vors Gesicht oder nicht ans Ohr oder so, dann hast du immer hier so eine Ohrmuschel. Aber es gibt auch viele schöne Momente, du hast vollkommen recht, ich habe auch jetzt in letzter Zeit mit vielen Leuten gesprochen, telefoniert, mit denen ich ewig nicht mehr gesprochen hatte, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, mal anzurufen. Das geht Ihnen wahrscheinlich ähnlich, liebe Zuschauer. Ja, das ist jetzt eine Situation, mit der wir jetzt irgendwie umgehen müssen. Am liebsten haben wir es natürlich, wenn alles wieder normal ist, so wie du dann irgendwann hoffentlich auch bald wieder zu uns ins Studio kommst, auch mit Band. Und mit neuem Album. Ja, mit neuem Album können wir gleich noch drüber sprechen, wie es da eigentlich aussieht. Jetzt wollen wir uns erstmal was angucken aus einer Zeit, die noch in Ordnung war. Das war 2018, da warst du bei uns im Studio und hast live gespielt. Genau. Da gucken Sie gleich mal ganz genau hin, liebe Zuschauer, weil der Mann, der hinten da am Klavier sitzt, das ist der André, der hier normalerweise
die Regler bedient und wahrscheinlich gerade im Dreieck springt, weil wir hier auf dem Pult sitzen. Ich glaube, es ist verboten. Nein. Aber wir gucken uns im das jetzt Studio mal an. Ist alles erlaubt. Genau, also bei uns bei MDR um 4 in der 2018 war es der Titel Herz voraus. Du willst einen Neubeginn, jetzt sofort und gleich. Was war zu Ende bringen, ohne ein Vielleicht? Du willst es nicht erst irgendwann. Du weißt nur nicht, wie fängst du's an? Manchmal tritt man auf der Stelle, kommt nicht vor und nicht zurück. Es geht nichts auf die Schnelle, es geht nur Schritt für Schritt. Geh einfach weiter, 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 immer geradeaus, das Herz voraus, das Herz voraus. Weiter, 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 immer geradeaus, das Herz voraus, das Herz voraus, Herz vor, Herz vor, Herz voraus, das Herz vor, Herz vor, Herz voraus. So, sehr, sehr schön war das. Und der André am Klavier, also der ist in der Band, die dich immer begleitet, aber vor allen Dingen auch dein Produzent, mit dem die Titel gemeinsam entstehen, oder? Absolut. André ist Produzent, musikalischer Leiter der Band und vor allem auch Komponist. Seit 2009 kennen wir uns und haben auch direkt angefangen zu arbeiten. 2012 haben wir dann das erste Album gemeinsam rausgebracht. Und ja, alle meine Lieder sind aus seiner Feder. Und der André ist auch ein ganz großer in der Branche. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen über ihn, sag mal, Lob ausschütten. Ja, der ist quasi jetzt gerade nicht zu Hause und in Quarantäne, sondern der ist noch fleißig am Schaffen, genauso wie du jeden Tag. Der ist in Köln, begleitet dort eine große Fernsehproduktion als musikalischer Leiter. Ja. Und hat aber hier, wenn man durch das Studio geht, auch schon mit vielen anderen großen Künstlern zusammengearbeitet. Howard Carpendale, Matthias Reim. Genau. Ne? Mit Howard haben wir auch letztes Jahr ein wunderbares Konzert gespielt, ein Doppelkonzert. Das war richtig cool. In Merkers, das ist an der thüringischen Grenze. Ja. Und in einem Bergwerk, wirklich 500 Meter unter der Erde. Und man ist da so runtergefahren und auch das Publikum wurde da nach unten mit so einem Fahrstuhl gefahren und dann durch diese Stollen da unten durch. Und dann haben wir echt 500 Meter unter der Erde, in der Teufel, wie man sagt, habe ich mir sagen lassen, haben wir da ein Konzert gespielt. Und das war echt cool. Und der André arbeitet schon lange mit Howard und ich bin halt vor 11 Jahren dazugekommen und wurde da auch sehr, sehr herzlich aufgenommen in diesem Kreis. Gibt's das, dass man dann mal hingeht so zu Howie, also dem quasi dem Grand Seigneur des Schlagers und sagt, hey Howie, ich habe da mal eine Frage, kannst du mir mal einen Tipp geben? Oder ist es eigentlich eher so, dass der zu dir kommt und sagt, hey, du machst hier so viel Social Media, Instagram, wie geht denn das? Na, ich glaube, dafür hat, also gerade Howard hat dafür seinen Sohn, der Wayne ist wirklich, was Social Media angeht, da können wir, glaube ich, beide noch was von lernen. Aber ich habe mich lange nicht getraut, Howard um ein Foto zu bitten. Und irgendwann habe ich aber all meinen Mut zusammengenommen und es war gar kein Problem. Und er ist wirklich ein toller Künstler, der sich über die Jahre wirklich treu geblieben ist und sich immer wieder weiterentwickelt hat. Und das finde ich einfach toll. Und bei meinem letzten Album, eben auch bei Mach mal laut, habe ich ja sogar Premiere gefeiert auf seiner Bühne mit Mach mal laut. Ich durfte im Tempodrom bei seinem Konzert mit seiner 12-köpfigen Band, die der André übrigens auch leitet, zum allerersten Mal Mach mal laut live spielen. Und das war einfach echt ein besonderer Moment. Und da bin ich total dankbar für.
Jetzt sollte ja eigentlich in diesem Jahr ein neues Linda Hesse-Album kommen. Das ist auch in Arbeit. Ja, das Jahr ist ja noch jung. Ja. Der Frühling hat gerade erst angefangen. Ist denn diese ganze Planung jetzt für dich komplett über den Haufen geschmissen, auch was eine Tour, die, glaube ich, geplant war, betrifft? Ich sag dir ganz ehrlich, dieses Album wird so schön, dass es sich lohnt, darauf zu warten. Für mich und auch für meine Fans. Natürlich wollten wir jetzt schon loslegen, die erste Single veröffentlichen. Aber manche Dinge brauchen ihre Zeit und ich kann geduldig sein, ich kann warten und alles kommt dann zu seiner Zeit. Und von daher hätte ich es so geplant, dass das Album jetzt rauskommen sollte, dann wäre ich, glaube ich, selber auch sehr enttäuscht gewesen, weil wenn ich jetzt ein Album rausbringen würde, ich könnte es ja keinem vorspielen oder ich könnte nicht live damit irgendwie auf die Bühne gehen und Das wäre total schade. Also freue ich mich einfach auf den Moment, wo es dann wieder losgeht und spiele bis dahin einfach im Internet wirklich auch kleine Konzerte. Ab Sonntag, wenn der André wieder zurückkommt nach Berlin, dann haben wir uns schon ein paar Termine ausgemacht, dass wir wirklich live spielen und doch mal schauen. Also ich glaube, das wird total schön und ich würde dir jetzt übrigens auch als allerersten den Albumtitel verraten. Oh, Premiere! Aber nur, wenn du es wissen willst. Da, also ich will mich nicht aufdrängen. Das war die nächste Frage gewesen. Es wird heißen und das ist eigentlich ganz schön, deshalb glaube ich halt auch wirklich, dass alles seinen Sinn hat. Das Album wird heißen Immer an deiner Seite. Und es geht genau darum, nicht immer beieinander zu sein, aber trotzdem immer an deiner Seite zu sein. Ja. Also ich muss nicht neben dir stehen, um an deiner Seite zu sein. Aktueller könnte es gar nicht sein, ne? Ja, deshalb bin ich einfach echt überrascht, wie sich die Dinge gerade entwickeln und weiß wirklich, es wird alles gut, es wird alles gut werden. Man schaut jetzt aus dem Fenster und sieht den Frühling, man sieht, dass die Blumen anfangen zu sprießen, die Bäume werden grün, alles wird schön und wir geben der Welt einfach ein bisschen Urlaub von uns und dann kommen wir wieder und es wird einfach gut. Du bist ein absoluter Familienmensch, das weiß ich und das passt natürlich auch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass das natürlich gerade eine Zeit ist, in der man die Familie eben nicht sehen kann. Ja? Also man ist räumlich voneinander entfernt und man weiß nicht für wie lange noch, trotzdem fühlt man sich vielleicht so nah wie nie. Ja. Wie gehst du mit der Situation um? Du hast deine Familie im Harz, die Mama und die Oma. Ja, im Hü. Also du weißt ja, wir unterteilen ja in Sachsen-Anhalt. Ja. Es gibt den Harz, den Vorharz um Halberstadt und es gibt den Hü. Der ist quasi zwischen Dingelstädt und Halberstadt. Und genau da hat meine Oma ja auch ihre Gaststätte, die jetzt natürlich auch geschlossen ist. Zumindest die Tür ist zu, aber das Fenster ist auf. Denn ich habe auch meiner Mama von Anfang an schon gut zugeredet und habe gesagt, mach dir keine Gedanken. Vielleicht schaust du einfach, dass du das Fenster aufmachst, einen Tisch davor stellst und Kaffee to go anbietest, weil es ist so ein schönes Fleckchen Erde. Für mich ist es halt auch einfach einer der schönsten und idyllischsten Orte der Welt. Da kann ich nur zustimmen, es ist wirklich sehr schön da, nicht nur, weil ich selbst auch ein Harzer Junge bin, sondern weil du mich letztes Jahr mal mitgenommen hast in deine Heimat und hast mir gezeigt, wie schön es da ist. Da war die Tür noch offen. Oh ja, das stimmt. War wunderschön. Nochmal vielen Dank, dass ich mitkommen durfte. Gerne. Und wir gucken uns nochmal ein paar schöne Bilder von diesem Besuch im Harz bei Linda Hesse. Oder warst du nicht schwindelfrei, ne? Oh ja, das stimmt. Eine Stadt, große Träume. Ich wollte damals nur einsteigen, bitte einsteigen. Du, das werden wir gleich sehen, wo die ist. Nein! So, schau mal hier. Hier, auf die Rammelbank. So hieß das früher immer. Ist das so? Achso, warte mal, ich komme von einer Seite her. So. Ah, herrlich, die Halberstädter Straßenbahn. Guck mal hier, ey, wir sind die Könige der Schienen jetzt. Wenn du hier so durch die Gegend fährst, triffst du öfter Leute, die du noch kennst von damals, oder? Also ja, doch schon. Also ich meine, hier kennt halt jeder jeden. Weißt du? Ich weiß, wer die Leute sind, die Leute kennen mich. Und von daher, also nicht aus dem Fernsehen, sondern wir kennen uns halt von früher, ne? Ja. Und Halberstadt ist nun mal eine kleine Stadt, da sind die Wege kurz und die Gesichter bekannt. Und guck mal, hier ist das Clubhaus. Das Kunst- und Kulturhaus.
Hier habe ich früher meine allerersten Schlagerkonzerte gesehen. Da saß ich in Reihe 1 bei Patrick Lindner und Stefanie Hertel mit Blümchen in der Hand. Ja, ist jetzt natürlich also jetzt eher so eine Ran, also ein bisschen runtergekommen. Bisschen vielleicht, aber gleich daneben ist der Spucknapf. Da waren wir früher mal feiern. Oh. Dankeschön, hereinspazieren. Hey. Ja. Urig. Herzlich willkommen in der Jagdhütte. Danke. Ja. Klasse. Ah, guck mal hier, ich sehe direkt der Linda Hesse Gedächtnisschrein hier. Ja, genau. Aber man ist schon stolz auf dich, ne? Oma. Absolut. Aber das Schöne ist auch, hier kommen ja auch Fans her. Wir hatten letztes Jahr sogar das Fanclub-Treffen hier. Ja. Und meine Fans bringen mir oder meiner Familie dann auch Geschenke mit. Also zum Beispiel hier diese Uhr mit so Fotos von mir. Da siehst du aber, da laufen die Zeiger andersrum. Also, wieso? Weil ich meinen eigenen Weg gehe. Ach so, falsch rum. Und auch rückwärts. Ja, genau. Ne, so anders. Anders, genau. Ja. Und das ist meinen Fans halt auch schon aufgefallen. Und deshalb fand ich das irgendwie aber eine coole Geste. Und ja, so von allen Fernsehsendungen sind da auch. Ne? Aber guck mal, das ist hier mein Lieblingsplatz. Ah, hier hast du immer schon so als kleine Mini-Linda gesessen, ja, oder? Ja, also naja, hier hatte man mich im Blick, ne? Ja. Hier konnte ich nicht so viel Blödsinn machen. Hier, du hast ja viel Zeit verbracht wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, genau. Ich habe auch hier Hausaufgaben gemacht. Ja. Ich habe hier meine Pommes gegessen, Ketchup. Hier gibt es richtige gute Hausmannskost, ne? Oder? Ja, und Pommes. Ui, wir haben gerade irgendwie ein Tonproblem, was natürlich sehr, sehr schade ist, liebe Zuschauer. So. Nichtsdestotrotz. Tonproblem? Ah, jetzt. Ja, wir hören uns. Sehr schön. Ah, alles ja, sorry, wieder da. Wir sind hier gerade umgezogen. Gut, na dann macht mal weiter. Sind wir schon drauf, ja? Ja. Ja, wir machen jetzt weiter, okay. Ja, wir sind jetzt nämlich tatsächlich, deshalb gab es vielleicht eine recht kurze Unterbrechung, von ganz oben nach ganz unten gerannt. Wir haben richtig die Beine in die Arme genommen und sind ja fast runtergefallen, die Treppe. Aber jetzt sind wir hier, das ist im Prinzip ja euer Bistro, glaube ich, ne? Ja, das ist einfach unser Eingangsbereich, weil ich meine, Musiker leben natürlich nicht nur von Applaus, sondern auch ab und zu mal von Kaffee, das Lebenselixier eines jeden Musikers. Deshalb ist hier unten unsere kleine Küche und auch eigentlich so unser Probenbereich, weil wir ja sehr viel live spielen, André, ich und Isabel, so wie wir uns auch gerade gesehen haben. Und dann sitzen wir halt hier, die Bella ist dann noch dabei, hat die Gitarre am Start, ich singe, der André sitzt dann eigentlich an den Tasten, aber weil der nicht da ist, bin ich dir sehr dankbar, dass du dich da heute mal hingesetzt hast. Das war schon ein gutes Stichwort. Ja. Wir wollen nämlich jetzt zum Abschluss unseres Besuchs hier was Schönes singen. Ein Lied, das du vielleicht kurz ankündigen kannst, weil es passt nämlich auch sehr gut in diese Zeit. Ich soll mich selber ankündigen? Okay. Ihr Lieben, das Lied heißt Mit aller Kraft und soll euch einfach nicht nur heute, sondern in den nächsten Tagen ein bisschen Mut machen. Manchmal sieht alles so hoffnungslos aus. Du glaubst, da kommst du niemals heil wieder raus. Du fühlst dich ganz allein, keiner scheint da zu sein, der dir sagt, halte durch, halt aus. Doch ich bin bei dir, ich helf dir daraus. Ich helf dir mit aller Kraft durch jede endlose Nacht und bin ich erst mit dabei, dann sind wir beide schon zwei. Mit aller Kraft bring ich dich durch jedes Dunkel zum Licht. Kannst dich verlassen darauf, ich weiß, du gibst niemals auf. Das ist schön. Das ist schon echt bitter. Ich nehme mal mein Mikrofon, dass es nach so einem schönen
Song keinen Applaus gibt. Ne? Ich weiß, dass du ja wahnsinnig gern auf der Bühne stehst. Das ist ja das, wo eigentlich jeder Vollblutmusiker wie du gerne steht. Wie sehr fehlt denn dir das, dass da die Menschen, deine Fans stehen, dass es diesen Applaus gibt? Wie gesagt, ich bin eigentlich so gut in Kontakt mit meinen Fans über Social Media, dass es für mich wirklich eigentlich natürlich befremdlich ist, keinen Applaus zu haben, aber an so einem Studiotag, wenn ich hier oben im Studio stehe und die Lieder aufnehme, dann applaudiert danach ja auch keiner. Und so vergleiche ich das eigentlich. Es ist halt hier für mich auch eine vertraute Situation, weil es wie eine Probe ist. Und von daher genieße ich das einfach total, einfach auch mal wieder singen zu können, dass du so schön mich begleitet hast. Vielen, vielen Dank. Ich kann dir nur applaudieren jetzt mal. Danke, danke, danke. Genau, nee, und deshalb finde ich das total schön und darum geht es mir eigentlich. Wenn ich singen kann, dann bin ich sehr, sehr glücklich und deshalb bin ich auch jetzt in dem Moment sehr glücklich. Das ist doch schön. Ja. Das ist doch auf jeden Fall ein Höhepunkt hier, auch an diesem Tag, in dieser Sendung mit MDR um 4. Mein Herz ist auch ganz warm geworden. Wie geht's für dich jetzt weiter die nächsten Tage? Ich werde wieder nach Hause gehen und mich zurückziehen und isoliert sein, weil ich habe eigentlich, ich wollte eigentlich Ostern auch gerne nach Hause fahren. Ich glaube, es ist aber nicht so eine gute Idee, aber Mama und Oma werden das auch ohne mich schaffen. Also Oma bleibt hoffentlich zu Hause und Mama wird in der Gaststätte sein. Und ich werde hier im Studio einfach meine Gedanken aufschreiben und sortieren und vielleicht kommt ihr einfach nochmal vorbei. Gerne. Wir grüßen auf jeden Fall die Oma und die Mama und alle. Oh ja, alle die Fans. Sitzen zu Hause. Und ja, und der André wird am Sonntag wiederkommen. Das heißt, wir werden am Sonntag auch ein kleines Konzert wirklich live spielen auf Facebook. Super. Und ja, Instagram-Livestream machen und neue Lieder schreiben. Es gibt viel zu tun. Ja. Frohes Schaffen. Vielen, vielen Dank, Linda, dass wir heute hier sein durften. Es Danke, war mir Peter. Ein Fest. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Dankeschön. In diesem Sinne, zurück nach Leipzig und schöne Grüße aus Berlin.